Oh Gott, Mutter, erschreck mich nicht so. Du hast da noch ein bisschen Gesicht unter deinem Make-up. Das habe ich einfach nicht kommen sehen. Mach dich mal nützlich und guck mal in unseren Garten. Ich habe das Gefühl, da laufen zwei Flugschnitzel. Ja, es sind definitiv zwei Tauben. Mutter, du solltest eine Pflanze mit dir rumtragen, um den Sauerstoff wieder aufzufüllen, den du verschwendest. Dich doch mal nützlich und fang sie mir. Nein, versuch's doch selber. Kosmos, was ist passiert, mein Freund? Soll ich dir helfen, dich zu putzen? Guck mal, da gibt's gewisse Stellen, da kommst du gar nicht dran wegen deiner Speckfalte. Seit wann bist du denn so nett zu mir? Wobei, eigentlich hat er mich als fett beleidigt. Trotzdem, das ist immer noch zu nett für Apollo. Hey, du hast fast meinen Puschel berührt. Aber ich muss trotzdem nett sein. Weißt du, einige Zuschauer haben gesagt, ich bin zu böse und sage zu oft, dass du stinkst. Aber es stimmt. Und deshalb bin ich jetzt nett. War auch so nett, ein paar Drohnen über ihre Häuser zu platzieren. Apollo, ich sagte doch, du sollst die Kommentare, die dir nicht gefallen, einfach ignorieren. Ach so, ich habe verstanden, bombardieren. Eine Drohne habe ich auch bei diesem Franzosen hinterlassen. What? Ich wollte nur Hallo sagen. Verschwinde besser, bevor meine Kralle deinem Auge Hallo sagt. No, das ist für mich zu viel. Kein Dosenöffner ist es wert, so um sie zu kämpfen. Ich weiß, alle werden denken, ich gebe auf. Aber das stimmt nicht. Ich sehe nur keinen Sinn mehr. Na, hat er es jetzt auch langsam begriffen, dass wir hier kein Baguette haben? Vielleicht dachte er, hier gibt's einen Teich mit Fröschen. Ich wollte doch nur mit euch befreundet sein. Ach ja, und wieso schmeißt du dich dann ständig Mutter vor die Füße? Weil Füße und Katzenminze fast gleich riechen. Ist das ein Stinkekissen? Nein, nur Vögelscheiße. Schade, aber riecht trotzdem ein wenig nach Füße.